Nach langer, gefahrvoller Reise über Berg und Tal, Stock und Stein, durch tiefe Verliese und uralte Höhlen kommen Nageki und ich am Puddingberg an. Er ist ja noch ganz puddinghafter, als der Name vermuten ließ. Wenn ich mir den Berg so ansehe, naja, ich kann mir wirklich keinen anderen Namen vorstellen als Puddingberg. Gurr, gurr! Sei still, San. Mit Ausflippen erreichst du jetzt gar nichts. Okusan? Ich wusste doch, dass wir den hier treffen. Dass Okusan hier sein würde, hatte ich mir gedacht, aber mit dir hatte ich nicht gerechnet, Ryota. Oh, hallo, Ero. Du bist also auch hier? Und, Nageki? Scheint so. Verstehe. Schätze, ihr beiden seid also sogar in diesem Traum zusammen. Wir sind mit demselben Zug angekommen. Wir sind ein dynamisches Duo auf einer Mission für den König. Was ist mit dir? Ich, schätze, ich bin eine Jüngerin des Puddings. Und für die Rolle gibt's auch eine neue Verkleidung. Diesmal geht er als Nonne. Das bedeutet also, Okusan ist... Gurr! Okusan ist die verehrte Schutzgottheit des Puddingberges. Wozu braucht er eigentlich diese Dinger auf seinem Rücken? Sollten Gottheiten nicht eigentlich ruhig und gelassen sein? Gurr, gurr, jetzt ist nicht die richtige Zeit, um ruhig zu sein. Wir kriegen Regen. Das Wetter wechselt in den Bergen oft sehr schnell. Wir müssen bloß abwarten, dann klart es wieder auf. Gurr, abwarten ist keine Option. Okusans Pudding wird zerfließen. Klingt, als wäre der Regen auch für dich ein Problem, Okusan. Der König sagte, es habe hier noch nie geregnet, also muss irgendetwas dahinter stecken. Vielleicht geht er nicht vorbei, auch wenn wir abwarten. Gurr, Regen ist schlecht. Okusan schiebt die Wolken weiter. Regenwolken kannst du nicht vertreiben, indem du so rumflatterst, San. Und wenn die Regenwolken den Berg hinabgepustet werden, wird der König traurig. Wir müssen uns was anderes ausdenken. Die Wolken kommen vom Gipfel. Klettern wir auf den Berg und sehen nach, was da oben ist, Nageki. Na schön. Ach, der Aufstieg war anstrengender, als ich dachte. Puh. Ich wusste gar nicht, dass Pudding so schwer zu besteigen ist. Es dürfte ziemlich rutschig sein. Alles okay, Nageki? Bist du denn nicht mal müde? Überhaupt nicht. Ich bin geflogen. Das ist wahrhaftig etwas, das zwischen den Vögeln und den Menschen steht. Nun, wir sind oben. Und da drüben ist etwas Verdächtiges. Das ist ja wie beim Inugami-Clan. Nageki, was machen wir jetzt? Das ist kein Märchen mehr, es ist ein Krimi. Das ist Sukikikyo, Sukikikyo! Die Leiche kopfüber im Wasser sollte nur vom wahren Täter ablenken. Die Leute werfen das dauernd durcheinander, aber Inugami Sukikikyo war weder der Mann mit der weißen Maske, noch die Leiche im Wasser. Deswegen also die Spoilerwarnung. Aber trotz Warnung, es ist ganz mieser Stil, Leuten die Antwort von Rätseln zu verraten, Nageki. Tu das nicht. Wie dem auch sei, wenn er zu lange im Karamell steckt, wird er ersticken. Helfen wir ihm. Ist gut. Pack du das eine Bein, ich nehme das andere. Los! Oh, endlich kriege ich wieder Luft! Danke sehr! Wow, er ist ganz voller Karamell. Er ist wie eine Ameisenfalle auf Beinen. Bisher haben wir lauter Leute getroffen, die bei der Mondbeobachtung dabei waren. Und sie sind Herr Nanaki? Richtig? Nein, das ist nicht richtig. Ich bin Nemo. Nemo? Ihr Name ist also Nemo? Ja, ganz recht. Ich bin Nemo und ich habe etwas verloren. Ich habe etwas verloren und ich kann es nicht finden. Ich glaube, ich muss gleich weinen.
Hey, Nageki, findest du nicht auch, der Regen wird heftiger? Absolut. Und es ballen sich auch mehr Wolken zusammen. Ah, was soll ich denn nur suchen? Ich glaube, ich habe ihn in diesem Sumpf fallen lassen. Ich suche und suche und ich kann ihn nicht finden. Und jetzt bin ich traurig. Der Himmel weint mit Ihnen, Herr Nemo. Wie poetisch. Na, überleg doch mal, wo wir hier sind. Kein Grund, realistisch zu denken. Sollten wir vielleicht Nemos Problem lösen, um die Wolken loszuwerden? Was suchen Sie denn, Herr Nemo? Wir helfen Ihnen, das wiederzufinden. Das tun Sie? Ehrlich? Das ist ja so nett von Ihnen. Ich habe meinen Namen verloren. Ihren Namen? Deswegen, Nemo. Niemand. Wie kann man dann seinen eigenen Namen verlieren? Ich hab's dir eben gesagt, Ero. Logisches Denken hilft uns hier keinen Schritt weiter. Okay, wie sieht Ihr Name denn aus? Das frage ich mich gerade selber. Ich stelle hier die Fragen, klar? Ich weiß nicht. Ich kann nichts sehen. Weil Sie lauter Karamell in den Augen haben? Nein, nein, das ist es nicht. Weil ich keine Augen habe. Ich habe sie aufgegessen. Verstehen Sie? Was? Wenn ein Vogel seinen eigenen Schnabel verzehrt, dann stirbt er. Doch wenn er seine Augen verzehrt, wird ihm nichts passieren. Na, Geki? Jedes Mal, wenn Sukikiyo hier seinen Schnabel aufsperrt, macht er schlimme, schlimme Dinge mit unserer Märchenatmosphäre. Was hier vor sich geht, ist viel zu surreal. Das geht gar nicht. Nicht wirklich. Das Makabre hat im Märchen immerhin eine lange Tradition. Auf jeden Fall glaube ich, ich habe meinen Namen hier irgendwo in den Schlamm plumpsen hören. Aber durch diese Karamellsoße sieht man ja nichts. Habe ich nicht ganz zufällig das passende Werkzeug einstecken? Nageki, ich habe eine Angelausrüstung dabei. Sowas hast du einfach dabei? Kriegst du denn niemals Bauchgrummeln, das sich nur durch den Verzehr von rohem Fisch kurieren lässt? Nein. Keiner versteht mich. Na egal, vielleicht können wir ja damit Herrn Nemos Namen rausholen. Ich hab da was! Ich hab da was! Ist ja großartig, Ero. Was ist es denn? Warte mal, ich hab's gleich oben. Warte. Da! Sieh mal! Eine frühblühende Alice! Oh. Eine Erdbeere im Pudding? Herr Nemo? Ihr Name ist frühblühende Alice. Das glaube ich nicht. Ich bin sogar ziemlich sicher. Ach, schade. Tja, hilft wohl nix. Werfen wir die Angel nochmal aus. Ah, da hat einer angebissen. So, das ist ein großer. Oh. Huh. Ziehen tut er jedenfalls wie ein großer. Komm, ich helfe dir. Ja, bitte. Oh. Gott! Ah! Oh, wir haben das Biest! Das ist... Immer blühende Alexandria? Herr Nemo, Herr Nemo! Ihr Name ist immer blühende Alexandria. Nein. Ich bin doch keine Erdbeere. Oh, auch noch wählerisch. Also, Herr Nemo, okay, meine Güte, Sie sind echt stur. Nageki und ich angeln noch eine Weile weiter, holen aber nach wie vor nur Erdbeeren heraus. Was ist denn bloß Herr Nemos Name? Ich fürchte, wir werden ihn nicht finden. Seien Sie nicht traurig, Herr Nemo. Dann wird der Regen bloß schlimmer. Schon möglich, dass wir ihn so nicht finden. Sollen wir ihm vielleicht einen neuen geben? Einen neuen Namen für Herrn Nemo. Oh, wäre das ein Problem oder geht das? Was meinen Sie? Darauf bin ich gar nicht gekommen. Schätze, hinter meinen Augenlidern herrscht gähnende Leere. Was? Mehr brauchen wir nicht zu tun? Neuer Name.
Wie wär's mit liebliche Lucy, frühblühende Rosi? Ich sagte ja bereits, ich bin keine Erdbeere. Oh nein, ich bin versehentlich im Erdbeermodus hängen geblieben. Mir fällt nichts ein. Herbert? Was sagst du, Nagiki? Etwas so Wichtiges überlässt du mir? Ja, schließlich deine Idee, nicht? Dir fällt wahrscheinlich sowieso etwas Besseres ein als mir. Peter? Wie wäre es mit Hitori? Hitori? Das ist aber ein komischer Name. Ich hätte ihn ja Walter genannt. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, vor langer Zeit, als ich noch am Leben war, da hieß jemand, der mir sehr wichtig war, Hitori. Sind Sie sicher, dass Sie mir einen Namen geben möchten, der Ihnen so viel bedeutet? Ist schon in Ordnung. Ich erinnere mich ja sowieso nicht mehr. Sie können ihn gerne haben. Hitori. Hitori. Hitori! Ich bin Hitori. Ja, so ist es. Vielen Dank. Ich kann sie zwar nicht sehen, aber ich weiß, dass sie die beiden wunderbarsten Vögel sind, denen ich je begegnet bin. Das vergesse ich ihnen nie. Ich bin kein Vogel. Ich frage mich, wie ich ihnen danken kann. Habe ich denn etwas bei mir? Oh, ja, hier, das möchte ich ihnen schenken. Bitte nehmen sie. Oh. Noch ein hübscher Stein. Das ist ein Topas. Mir ist jetzt sehr sonnig und warm zumute. Wenn ich mich so fühle, muss ich immer ein Schläfchen im Wald halten. Ich bin jetzt selbstbewusst. Ich gehe. Frohen Mutes und ganz körperkaramellisiert zieht Hitori vormals Nemo von dann. Es hat aufgehört zu regnen. König und Schutzgottheit können also ganz beruhigt sein. Der König sitzt jetzt sicher zitternd und heulend in seinem Schloss. Bringen wir ihm die frohe Kunde.